So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen SMW-Hack. Diesmal wieder mit dem lieben Sariel, der den auch gebaut hat. Und es ist ein, in Anführungszeichen, leichter Puzzle-Hack, der Glitches verlangt, aber nicht zu schwer sein soll. Hallo, Sariel. Levels von My Little Puzzles 2 inspiriert sind, aber das wirst du ja dann noch feststellen. Ich bin gespannt. Du hast gesagt, du schaffst es in 35 Minuten durch, obwohl du, aber du kennst die Puzzle. Was Das ist klar ist. korrekt. Okay. Ach, ich bleib hier im Screen. Schöne Musik. Wo kam denn da? Ich weiß, oh, das ist Chrono Trigger. Nein. Mist. Was ist denn das? Kleiner Tipp, der Charakter, den du siehst, der stammt auch aus dem Spiel. Oh Gott, ich kenne. Ich. Womit habe ich das jetzt verwechselt bei Chrono Trigger? Da gibt es auch irgend so ein ähnlich klingendes Lied. Ah, ich kenne das, verdammt. Ich weiß nicht, woher es ist. Huch! Ach, das ist jetzt hier wieder. Hier, weg damit. So. War übrigens aus Final Fantasy 6. Ah, es war. Okay. Beides RPGs letztendlich. Von daher nah dran. Final Fantasy 6 kriege ich gerade gar nicht geschichtlich zusammen. Ich kenne 7, ich kenne 9. Nee, 6 kriege ich gerade tatsächlich nicht hin. Okay. Doors let you preview the level. During a preview you can get one hint per level. Start and select to exit a level. Okay. Level 1. Familie. Ah, Overworld. nee, Familie. Ich kann lesen. Soll das jetzt Englisch sein, also für mein oder? Nee, das kenne ich. Doch, das ist Englisch. Kenne ich das Wort? Für mein? Famine von den vier apokalyptischen Reitern. Ah, also doch, hier, das gibt's doch dann auch in Isaac kam doch dann bestimmt der Name auch vor. Ja, korrekt. Okay. So. Wir haben hier ein Schlüsselloch, wir haben da oben einen Yoshi, wir haben hier einen Koopa, den ich mir gleich mal. Ja, stimmt, das Level hast du mir schon mal in irgendeiner Art und Weise als Screenshot gezeigt, ich erinnere mich. Aber da war der Hintergrund noch hellblau. Glaube ich. Und Wer da hatten glauben wir. wird. Ich glaube, es ging darum, Yoshi hier hochzubekommen. Ich glaube, das war die. Das war. Also, ich muss. Genau, ich muss, glaube ich, Yoshi hier hochbekommen. Und das war noch was, wo wir gesagt hatten, das ist ganz simpel und ich habe zu kompliziert gedacht. Irgend sowas war da. Jetzt brauche ich erstmal Yoshi. So. Da. Danke, Yoshi. Guter Ist Spieler. das Ding, womit ich dich befreien wollte. Sehr gut. Okay. Vielleicht schmeiße ich ihn auch richtig nach oben einfach. Okay. So, jetzt wollen wir Yoshi da oben groß bekommen, theoretisch. Ah, ich hatte mir damals doch die Lösung sogar überlegt. Jetzt müsste ich hochkommen. Ne, da oben muss ich das letzte dann essen. Aber wir hatten damals, hattest du glaube ich noch gesagt, es ist nichts mit so über den Screen essen, oder war das doch so? Weil es würde ja Leider noch ein funktionieren. bisschen anders aufgebaut. Es würde ja funktionieren. Ich könnte ja über den Screen jetzt essen, ne? Wenn ich Yoshi hier immer wieder rüber pfeffer. Das geht natürlich. Glaub, dann könnte ich den Koopa da immer wieder neu essen. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Aber kannst du machen. Kann ich machen. Ja, aber ich würde schon gerne das Puzzle so lösen, wie es gedacht ist. Ach, das ist Preview. Ich dachte, das ist jetzt in die Reset-Door. Luckily, he doesn't need a big variation of food for his meal. Ach so, ah, das war der Hint. Ah, das ist ja praktisch. I see. Also er braucht keine große Variation, er kann immer wieder das gleiche essen. Das ist das, was du mir damit sagen wolltest. Tschüss, Cooper. Das ist Ja, das, das ist richtig. was du mir damit sagen wolltest.
Das war ein guter Sprung. Ja, du hast schon lange keine Hex mehr gespielt. Ja, tatsächlich ein bisschen her. Also könnte ich ihm auch die Schelle mal wieder ins Gesicht schmeißen. So hat das HF damals gemacht, ja. Jetzt kann ich es nicht mehr, jetzt ist die weg. Das ist auch richtig. Mist. Du kannst immer noch die Münze oben essen und dann mit einem Walljump hoch. Okay. Aber was nützt mir der Wall-Jump? Hä? Ich brauche doch kurz ein großes Yoshi. Was nützt mir der Wall-Jump? Ja, wie gesagt, du kannst den Yoshi hochschmeißen, die Münze mehrfach essen und dann mit einem Walljump quasi hinterher und dir das große Yoshi dann runterholen. Nein, danke. Ich verzichte. Okay. Ich nenne bloß alternative Da hinten Lösungsmöglichkeiten. war noch ein roter Koopa. Das ist richtig. Wofür war der denn jetzt wieder da? An den komme ich doch gar nicht ran. Der ist doch fake. An den komme ich nicht ran. Yoshi kämst du ran. Bitte? Mit einem Yoshi kämst du ran. Ja, dann könnt. Ist das, geht das so weit rüber? Huch. Ah, okay. Aber dann kann ich Feuer speien, weiß nicht, was mir das nützen soll. Naja, ich könnte natürlich auch. Nee, sind ja. Nee, es bleibt bei. Okay, wir probieren jetzt einfach mal das über den Screen essen. Haut das hin, wenn ich den so kicke? Nein. Aber da ist jetzt nicht kaputt gegangen. Das heißt, da kann ich jetzt, das kann ich jetzt probieren. Noms. Noms. Mist. Das ist aber nicht so, wie es gedacht ist jetzt, ne? Kann ich nicht beantworten. Das Level hat mehrere Lösungsmöglichkeiten. Okay. Das Das ist wie in der heißt, Mathematikprüfung. Es geht doch nicht. Es führt alles zu einem Endergebnis, aber Lösungsmöglichkeiten gibt es viele. ja gut, also wenn du damit einverstanden bist, dass ich das so löse, dann habe ich kein Problem damit. Ja, warum nicht? So, dann haben wir es jetzt. Einmal Schlüssel hier ran. Ja. Dumm gelaufen. Level kaputt. Das hat nicht hingehauen. Kann ich den. Aber wobei ich glaube, den könnte ich. Ja, wir lassen es einmal drauf ankommen. Nein, 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 ich brauche dich noch, Kollege. So, der Sprung muss jetzt sitzen. Yes. Was habe ich jetzt alles nicht richtig gemacht? Im Prinzip hast du das Level so gelöst, wie es gedacht war. Ach, das Essen war auch so gedacht? Also man kann auch den Koopa aus der Shell raushauen und dann den kleinen Koopa mehrfach essen oder man kann mit Screen Scrolling arbeiten, Ach so, aber also es war dort, tatsächlich wo dieser Glitch. Koopa Okay, spawnt. dann ist alles Aber okay. genau. Und der rote Koopa war fake. Richtig. Okay. Aber dann ist ja alles gut. Annihilation. Okay, da wollen wir rein. Oder zumindest das wollen wir auslösen. Das kriege ich raus. Wenn ich da hochspringe, komme ich nicht mehr zurück. Ja gut, dann holen wir uns doch erstmal die Shell. Das ist ein Sariel-Hack. Da ist eine Blume. Ach so, wie. Gut, ich könnte eigentlich. Soll ich mir mal direkt die. Nee, ich will eigentlich. Ich probiere es ein bisschen, dann lasse ich mir diesen Hinweis geben. Und dann kann ich überlegen, ob ich mehr weiß oder nicht. Wir müssen jetzt erstmal testen, was hier drin ist. Wahrscheinlich einfach nichts. Ja, okay. Kannst auch durch die Tür gehen, die zeigt dir den Inhalt der Blöcke an. Ah, das mal. Okay, ja, dann ist es doch schon sinnvoll, durch die Tür am Anfang zu gehen. Ich wollte jetzt mir diesen Hint nicht spoilern, aber. So, jetzt bin ich im Prinzip lost. Jetzt ist vorbei. Oder geht's da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Ja. Ich kann es eh nicht mehr.
Ich krieg keine mehr. Ah! Na bitte. Nein, da ist nichts. Okay. Gut, geh mal einmal in die Tür. Mario smooching a ceiling suddenly gets big. He gets overwhelmed by a feeling and flies through a wall. Ich sehe bildlich Dinge vor mir, aber ich weiß noch nicht genau, wie das umgesetzt wird. Okay. Da ist ein Schlüssel drin. Dafür bräuchte ich eine verglitschte Shell. Da sind Münzen drin. Da ist eine Wolke. Dann ist Ende Gelände. Dann ist Ende Gelände. Komme ich eigentlich aus dieser Prüfung wieder raus? Ah. Okay. Alternativ auch Start Select. Stimmt. Also soll ich irgendwie am Schluss hier an der Decke groß werden und dann glitscht mich das bis da durch? Irgendwie ist das... Oder hier zumindest müsste ich... Nee, aber es geht ja auch nicht. Ich kann ja nur hier hochspringen in die Blume. Das ist richtig. Wie komme ich an das Ding hier ran? Da käme ich ran, wenn ich mit der Wolke hier unten rumfliegen würde. Dann hol dir die Wolke. An die Wolke komme ich, wenn ich mich durch die Notenblöcke glitsche. Dann glitsch dich durch die Notenblöcke. Wie glitsche ich mich durch die Notenblöcke? Oh! Geht da? Geht das? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Muss ich hier Blöcke duplizieren? Es ist an sich im Heck verlangt. Okay. Weil dadurch, dass hier mehrere Münzen drin sind, kann ich den ja mehrmals hier rüber duplizieren. Aber die Frage ist, ich krieg den ja... Aber ich krieg den ja nicht... Also, wenn ich den bis hier kriege, so dann ist ja Schluss. Ich krieg den nicht bis über die Notenblöcke. Wenn er über den Notenblöcken steht, du hättest nichts gewonnen. Kann ich mich dann nicht dadurch drücken? Schade. Hab ich's dann an der Stelle, wo ich jetzt hier stehe, schon verhauen, weil mir irgendwas, irgendeine Vorbereitung fehlt? Nein. Dass ich groß sein... Also bin ich hier richtig? Ja. Oha. Das höre ich gerne. Das höre ich sehr gerne. Kannst du nicht so viel machen hier. Ja, ich kann eigentlich nur rüber duplizieren oder hoch duplizieren. Gut. Oder ich kann's nicht. Da hat jemand 200 Parts lang in Ferie gespielt, Cruella Mario ebenso und scheitert bei mir im zweiten Level. Viel zu lange her. Nein, ich will duplizieren. Wenn ich den jetzt öfter drücke, dann geht er ja auch nicht mehr. Dann lässt er sich ja nicht mehr... Ja, genau. Genau so. Du kannst mal scrollen. Und schauen. Naja, dann löse ich jetzt... Oh, wait! Ich soll hier eine Dings auslösen, eine Coin-Fabrik. Was jetzt natürlich nicht mehr... Oh. Naja. Das war nicht ganz die ich wollte. Das ist richtig. Okay. Und jetzt wird es schwierig, noch eine Coin-Fabrik zu bauen. Da habe ich ihn, glaube ich, noch nicht ausgelöst. Okay. Also will ich einmal rüber duplizieren, sodass es beides noch ausgelöste sind. So. Und jetzt kann ich den im Prinzip da reinknallen, wenn ich Glück habe. Geht das so noch? Ich glaube, das ist so ist es, glaube ich, nicht gut. Naja, so ist es, glaube ich, nicht gut. So fällt er mir. So fällt er nur auf. Ah, nee! Wollte ich noch gar nicht. Das wollte ich noch gar nicht. Gab's einen Reset-Knopf oder gab's nur Start Select? Nur Start Select. Okay.
Der Hack ist bis auf das Retry-System und die veränderte Statusbar komplett Vanilla. Und die Musik. Ja, gut. Weil du jetzt noch 12 Level lang Vanilla-SMW hören möchtest. Nein, ich bin ja froh, wenn ich Custom-Musik habe. Aber wenn du schon alles aufzählst, wollen wir ja korrekt sein. Oh mein Gott, jetzt geht er wieder zurück. Ich hab's vorhin so schön hingekriegt. Jetzt. So. Okay. Jetzt setze ich hier mal den State, weil. Warum nicht? Okay. Also, ich möchte, dass beide ausgelöst sind. Eben nicht. Also, ich will immer genau das, was ich nicht sage. Ah! Geht jetzt irgendwann aus? Oder passt es jetzt? Jetzt muss ich doch irgendwie so scrollen. Nein! Gratulation, Conan. So gerade nicht. Ja, du hast perfekt bewiesen, wie man sich's versauen kann. Aber ich muss irgendwie doch dafür sorgen, dass die Notenblöcke. Oder muss ich nur auf die draufschieben, dann verschwinden die? Ich würde im Zweifel zwar sagen, probier's halt aus. Ja, du hast recht. Ich dachte, ich muss irgendwie so scrollen, dass die aus dem Bildschirm verschwinden und dann, wenn ich wieder reinscrolle, sind die weg, aber das ist irgendwie Quatsch gewesen. Okay. Nein, ich wollte nur nochmal demonstrieren, wie einfach es ist, hier eine Fabrik zu bauen. Wenn man sich nicht anstellt. Richtig. PHF schon die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Vor allem, ich habe es ja gerade zweimal hintereinander einfach geschafft. Ah! Okay. Nein! Nein! Jetzt ist schon wieder vorbei, wahrscheinlich. Ah. Die reicht nicht ganz aus. Ach, dang it! Ja, gut gemacht. Das reicht auch nicht. Das ist wieder der gleiche Quatsch. Nein, das reicht nicht. Okay. Wir haben es noch nicht nach oben dupliziert. Das könnte mal. Ah, okay. Ah, okay. Gut, jetzt kann ich unten durch. Wahrscheinlich irgendwie. Jo. Richtig. Ich könnte Im mir jetzt Prinzip ist auch. das Level geschafft. Ne, jetzt hol ich mir für den Schlüssel. Im Prinzip ist es geschafft. Aber Na das. gut, nicht ganz. Du musst den letzten Glitch natürlich noch ausführen. Ja, und der kann ja schief gehen. Wenn man genau das macht, was in der Hintbox steht, eigentlich nicht. Aber ich kann mich mit der Wolke wahrscheinlich hier dagegen drücken und dann wird es automatisch, werde ich dann automatisch durchgedrückt oder wie? Ich würde sagen, probier es im Zweifelsfall halt aus. Ja, aber dafür musste ich es jetzt hinbekommen, dass die Shell in dem Moment, wenn ich hier drüber bin, die Blumen mir hochschießt. Dann hol dir doch einfach nochmal die Shell. Dann hole ich mir nochmal die Shell. Ah, schade. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ah, passt. Nein! Nicht ganz. Nein, jetzt geht's in. Okay, dann gehen wir in die andere Richtung, auch in Ordnung. Jetzt. Nein! Jetzt, okay. So. Oh, der Schlüssel liegt da ganz ungünstig. Den hole ich erstmal vorsichtig ab. So. Jetzt ist die Frage, wie schnell muss ich mit der Wolke? Ach Wolke so, hält die ja kann es ja endlos. mehrmals, die kann es ja einfach immer wieder auslösen. Ich bin ja blöd. So, und jetzt vorsichtig, mit viel Gefühl. Ich versau's doch eh. Ich sehe den Rewind schon kommen. Holy moly, was zur Hölle? Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Gut. Könntest Stuck. den Part beenden? 20 Minuten?
weiß ja nicht, wie lange du fürs kommende Level brauchst. Aber wir gucken auf jeden Fall rein. Schon mal anteasern. Wenn es so, ist es so lang oder? Oh. Okay, nach da ist es nicht so groß. Geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Oh, welche Überraschung. Okay. Ich möchte trotzdem nicht sofort den hinten mir angucken. Ich will erstmal ein bisschen gucken, was hier los ist. Welche Röhren kann ich nutzen? Die grüne. Bitte Würde ich für. übrigens auch zum Hint. Also, zumindest in den Hint-Raum. Der Hint ist tatsächlich weiter links platziert. Okay. Aber gehört die dann zum Puzzle dazu? Ah, Blume Fe Blu okay, Blume Feder Yoshi, natürlich gehört die zum Puzzle dazu. Du willst, dass ich den Blume Feder Glitch mit Yoshi mache, dass ich hier durch das Ziel durchlaufen kann. Gut erkannt. Dass ich nicht mit dem Ziel interagiere. Dafür muss ich erstmal die Blume hier rausziehen. So. Ha. Problem hast du noch. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, wir probieren einfach durch, was soll's. Ich meine, Yoshi muss ich erstmal groß kriegen. Und an die Feder komme ich nur ran, wenn Yoshi schon groß ist. Die gedachte Lösung, ja. Du kannst im besten Fall einmal durchscrollen, aber das wird nervig. Wie sieht das da hinten aus? Was kommt? Oh, dang. Ja, genau. Okay. Deswegen heißt das auch Stuck. So. Die Frage ist jetzt aber nur, wie kriege ich... Ich müsste... Also ich brauche hier irgendwas, um Yoshi groß zu machen. Eine Blume. Ja. Kann ich die Blume auch so über den Screen essen und die taucht wieder auf? Das wäre mir neu. Also ohne langweilig zu Das war klingen, aber komplett dumm. probier es im Zweifelsfall halt aus. So nenne ich den Part. Das ist jetzt schon so oft gefallen, so nenne ich jetzt einfach den Part. Das ist ein guter Partname. So, jetzt muss ich die Blume im Screen behalten. Und mir Yo. Sie holen! Könnte noch reichen, genau. Aber mit einer Blume habe ich das noch nie gemacht. Huch. Aber es wäre interessant, wenn. Da möchte Oh ich widersprechen, aber du erinnerst dich einfach nur nicht daran. oh. Ja, wahrscheinlich. So, Yoshi ist groß und die Blume ist nicht mehr da. Mist. Da hättest du noch ein Stück nach links gemusst. Wahrscheinlich. Okay. Aber gut, dann könnte man jetzt. Oh, wait, oh, wait, oh, wait, wait. Oh. Nee, kann ich nicht. Nee, ich brauche eine Statusveränderung. Ich Richtig. wollte sagen, ich hole mir einfach zwei Federn. Oh, das geht nicht mal von da. Und vor allem brauchst du eine Blume, um das Ziel aufzulösen. Stimmt, ich habe jetzt gerade gedacht, es ist einfach nur, dass man nicht mehr interagiert, aber so ist es ja gar nicht. Ja, du musst das Ziel in eine Münze verwandeln. Richtig. Ich helfe deiner Erinnerung gerne auf die Sprünge. Hui. Yoshi hat's Immerhin, geschafft. Yoshi hat überlebt, genau. Okay. Also habe ich im Prinzip das Level jetzt gelöst. Ich muss es nur noch umsetzen. Ja, bis auf einen Glitch, der dann immer noch verlangt wird, aber den wirst du dann schon sehen. Ich muss ja wieder von Yoshi abspringen können. Oder fliegen. Fliegen würde auch reichen. Durch das zweite Ziel halt. Aber tschüss. Okay. Ach. Noch einen Spin-Jump nach drüben machen, dann scrollt die Kamera meistens nicht ganz so wild. Aber reicht es von da links aus? Also wieder die Profi-Tricks hier.
Oh, ich mach das Hat schon alles andersrum. hier seine Bewandtnis. Ich mach das so, dann kann ich weiter, dann kann ich besser weglaufen. Es geht in beide Oh, Richtungen. ich habe nicht weit genug. Nein! Da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. Okay, Moment. So. Also dann muss ich trotzdem vernünftig von hier aus werfen. Ganz hoch springen und nach links kicken. Okay, Yoshi ist groß geworden. Oh, und die Blume ist da. Ach so, Moment. Jeder steht vor diesem Problem, es ist unglaublich. Wie kriege ich die jetzt da hoch? Ah, wait, I got it. Und jeder findet es nach einer Minute Bedenkzeit dann doch raus. Funktioniert. Wenn ich jetzt. Oh, schwebe ich dann hoch genug nochmal? Ah. Ach. Du machst es auf eine sehr inkonventionelle Art Oh, und Weise. okay, I see, I see, I see. Nein! Okay, wir machen das nochmal richtig. Ja, aber du hast gezeigt, dass es funktioniert. Ah, dang it. Schätzen ist auch Mathematik. Hat gerade nicht funktioniert. So, okay. Oh, das könnte. Passen. Ich will mal kurz testen, ob das so auch gegangen wäre. Oder ob der Aufschwung dann weg ist, wenn man wechselt. Okay. So, jetzt habe ich trotzdem immer nur einen. Nee, ich habe mehrere Versuche. Ich habe eigentlich unendlich viele Versuche, aber wenn es nicht klappt, klappt es halt einfach nicht. Ja, du kannst ja von mir aus einen State setzen, weil wie ich dich kenne, wirst du es ja sowieso verhauen. So, Position dürfte gut sein, vielleicht, I guess. Ich habe doch nicht mehr Versuche, ich gehe ja dann hier runter. Die Blume zu spät einsammelst, hast du mehrere Versuche. Wenn du sie zu früh einsammelst, dann nicht. Ja, richtig. Ah, muss nicht mehr das, okay, das passt sogar wieder. So viel dazu. Ja, komm, Ja, hat wir laden gepasst. einfach. Wir laden einfach, das geht schneller. So, jetzt ist die Frage, ob es gereicht hat. Also es sieht gut aus, aber man weiß jetzt nicht, ob der Effekt schon da ist. Es gibt einen Frame, da geht der Effekt nicht, ansonsten geht der Effekt. Aber ich muss jetzt ja auch in die Richtung. Wie konnte ich denn jetzt? Yoshi! Gut gemacht. Ich musste aber auch noch mal hier jetzt. Ja, jetzt ist ein bisschen blöde. Jetzt ist doof, ja. Moment! Oh, Scheiße! Ja, du bist ein bisschen im falschen Layer. Ah, ich wollte jetzt. Oh, Mist. Ja, das war. Okay. Nein! Nein! Oh, ich stehe so wie. Ich stehe gut in dem State, möchte ich mal kurz betonen. Kann ich jetzt in die Röhre, wenn ich hier runter. Okay, gut. Das ist schon mal so eine gute Grundvoraussetzung. Das hat erklärt, warum das vorher nicht funktioniert hat. So. Also ich will doch eigentlich nur einen Feuerball darüber schießen. Dann schieße ich Yoshi doch eigentlich automatisch gar nicht ab. Richtig. Also war das gerade einfach dumm, dass das passiert ist. So. Und jetzt müsste ich Ja, doch und nun? einfach. Ich interagiere doch mit dem Ziel. Nee, doch, ich interagiere mit dem Ziel noch. Das ist richtig. Und du kannst theoretisch drunter springen, aber das wird schwierig. Naja, also du hast mir nicht grundlos da oben. Ah, da komme ich nicht hoch.
Ich komme da hoch. Du kannst auch theoretisch einfach von Yoshi abspringen, dann kommst du da ganz einfach hoch. Oh Mist. Jetzt rewind ich kurz, weil ich rumteste. Aber ich wollte mit Yoshi da hoch. Frag mich nicht warum, aber ich wollte... Yoshi das Ziel essen. Ja, das geht leider nicht. Okay, das nützt mir gar nichts. Das ist korrekt. Und das wäre so Try and Error, das ist nicht so gedacht. Aber ich glaube, es würde funktionieren. Ich will es nur mal ausprobieren. Ich glaube, es würde funktionieren. Es funktioniert, ja. Okay. Man muss es enorm gut timen. Man muss halt mit Anlauf rüberspringen. Okay. Oder man macht so. Das ist natürlich auch. Ich sage schon gar nichts mehr. Viel Spaß. Aber was habe ich jetzt. Also, was hätte ich jetzt anders machen? Also, wie wäre es jetzt eigentlich gegangen? Spul doch nochmal ein bisschen zurück. Ja. Ich möchte nur kurz ein State setzen für das geschaffte Level. Und dann spring doch mal mit Mario alleine hier hoch, ohne Yoshi. Okay. Dann nicht. Kaputt machen soll ihn wahrscheinlich nicht. Nee, einfach mit Mario da hoch. Wie gesagt, du kannst auch Yoshi als Sprunghilfe benutzen. Dann musst du auch nicht ganz so perfekt da hochspringen. Ach so. So, ah, ich kann hier jetzt durchschießen. Jetzt hätte ich nur Yoshi nicht töten dürfen. Richtig. Ja, okay. Aber dann sind wir im Prinzip ja. Du hast es tatsächlich interessant abgekürzt. Aber ist egal, der Glitch wird an anderer Stelle noch verlangt, du musst ihn so oder so lernen. Also. So, dass ich hier durch die Ecke schießen kann, das kann ich mir gut merken. Oh, hey Yoshi. Wait, kann ich jetzt? Ah. Well. Ja, der ist jetzt feuerfest. Der ist jetzt feuerfest. Und ich glaube, wird der groß über die. Er interagiert doch noch mit der Feder. Nur ich nicht. Kann ich jetzt wieder mit Yoshi interagieren? Ah, okay. Wenn ich Yoshi versehentlich hier runterpfeffern würde, könnte ich es retten. Immer noch schaffen. Cool. Das heißt, dadurch, dass ich ihm die Feder gebe, interagiere ich wieder mit ihm nachher. Okay. Interessant. Ja, dann haben wir das gelöst. Ja, jetzt würde ich wirklich den Part beenden. Würde ich dir auch raten. Schon mal ein spannender erster Part. Du hast gesagt, 12 Level sind's. Ja, find's im Zweifelsfall halt raus. Also 3 Level. Ja, du hast von 12 geredet. Also, ja, 12 Level, also 3 Level. Ich meine jetzt hier so Level über, also ja. Wir sind mit einem Viertel durch. Okay. Noch nicht ganz. Doch. Bester Mathelehrer. Man merkt es in Ferien. Ah, ja. Okay. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.